Wünschst du dir manchmal ein Upgrade? Ein Upgrade insofern, dass du sagst, ich möchte eigentlich ein schöneres Auto, ich möchte das bessere Hotel, mehr Urlaub haben. Ja, und vielleicht schlicht und ergreifend auch einfach mehr Erfolg in deinem Business. Upgrades gehen mit deinem Erfolg ganz dicht einher. Und in diesem Video möchte ich darüber sprechen, was bei uns immer wieder dafür sorgt, dass Geld zu uns kommt, beziehungsweise wo das Upgrade auch mit dem Geld direkt zusammenhängt. Und zwar nicht unbedingt mit dem, was wir bezahlen, sondern vor allen Dingen auch mit dem, was wir bekommen. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen. Als mein kleiner Sohn, der ist jetzt 19, Finn, nach Dubai geflogen ist für einige Wochen oder für einige Wochen kann man schon sagen, in ein sehr, sehr teures Hotel, hat er auf dieser Reise extrem viel Geld verdient. Ein Vielfaches von dem. Als ich mein Häuschen am Niederrhein verkauft habe, um nach Wien zu ziehen, hat mich das natürlich erstmal Geld gekostet, aber ich habe durch diese gesamte Aktion viel, viel mehr Geld verdient. Und so ist es in meinem Leben ganz, ganz häufig gewesen. Das heißt, immer dann, wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich das Upgrade haben will, dann ist damit nicht nur das Upgrade einhergegangen, sondern zusätzlich ist Geld gekommen. Es gibt Menschen, die sagen, Geld folgt der Freude. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge dran. Das heißt, in dem Moment, wo man gute Laune hat, wo es einem wunderbar geht, kommt das Geld wie von Zauberhand, möchte man fast sagen, wie von automatisch. Und es hängt auch damit zusammen, dass du dir selber ein Upgrade gibst. Wenn du Luxus liebst und du gönnst dir aber nie welchen, weil du denkst, ja, das kann ich mir noch nicht leisten, dafür muss ich erstmal mehr Geld verdienen, würde ich dir einfach Folgendes empfehlen. Gönne dir mal hardcore-mäßig einmal Luxus. Hardcore-mäßig. Also wirklich so, dass du etwas machst, was völlig außerhalb dessen ist, was du normalerweise machen würdest. Ja? Es kann sein, du mietest dir einen Maserati für 3 Tage oder es kann sein, du kaufst dir irgendeinen teuren Gegenstand oder so. Und das Gefühl, was du in diesem Moment bekommst, dieses Gefühl, das speicherst du dir ab, das merkst du dir. Du wirst erleben, dass wenn du das Gefühl hast und auskostest und nicht in die Angst gehst nach dem Motto, oh Gott, jetzt mache ich da irgendwie gerade was, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten, das sollte ich nicht tun. Wenn du das nicht machst, sondern wenn du wirklich in den Genuss reingehst, dann kommt bei den meisten Menschen damit ein Upgrade auch im Finanziellen, also irgendwoher ein Finanzsegen, wenn sie selbstständig sind, wenn sie im Business sind. Ja? Und ich rede jetzt nicht davon, dass du verschwendungssüchtig werden musst oder so. Darum geht es überhaupt nicht an dieser Stelle. Es geht darum, dass du das Gefühl dafür entwickelst, was du eigentlich haben willst. Die meisten Menschen, die reden so lapidar daher, ich würde gerne dies haben, ich würde gerne das haben, jenes Auto fände ich toll, ich hätte gerne ein Haus anstatt eine Wohnung und so weiter und so fort. Aber wenn man konkret nachfragt, was tust du denn dafür, dass du das bekommst? Ja, nix, ich spare drauf. Hast du dir schon mal überlegt, wie lange du sparen musst, wenn du, keine Ahnung, im Monat 200 Euro zur Seite tust, um irgendwann ein Auto für 150.000 zu fahren? Das wird kaum möglich sein. Ja? Oder es ist dann so hart erkämpft, dann hast du keinen Spaß mehr dran. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du dir diesen Luxus einfach gönnst, dass du etwas tust. Das muss ja nicht jeden Tag sein. Und das dann so genießt, dass du so in dieses Gefühl reingehst, dass du das abspeicherst und dich einfach in dem Moment damit ablevelst, emotional. Und dieses emotionale Ableveln, das heißt, du fühlst dich schon so wie die Person, die diesen Luxus hat. Was würdest du denn machen, wenn du 3 Millionen im Monat zur Verfügung hättest? Ja? Würdest du noch dasselbe Auto fahren wie heute? Würdest du in derselben Wohnung wohnen wie heute? Würdest du dieselben Reisen machen? Oder würdest du etwas anderes tun? Würdest du anders leben? Hättest du einen anderen Lifestyle? Würdest du einen anderen Wagen fahren? Andere Sachen tragen? Anderes Essen essen? Und das ist genau der Punkt. Du musst erst zu der Person werden, die du sein willst, und dann folgt das nach. Es geht nicht immer 1:1, ja? Das geht manchmal mit Zeitabständen. Aber du kannst dich dahin arbeiten. Das bedeutet,
du levelst dich erst ab und das machst du selbst und dann kommt es im Außen. Die Dinge folgen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und das ist das, was ich dir raten kann, wie es schnell geht. Ja, und mitunter ist das aufregend, weil manchmal triffst du vielleicht eine Entscheidung, wo du denkst, um Gottes Willen, wie irrsinnig ist das denn? Ja? Und dann machst du es einfach trotzdem mal und bist mal ganz gespannt, was passiert. Und es wird was passieren. Es sei denn, du gehst die ganze Zeit in die Angst und in die Selbstvorwürfe. Dann passiert allerdings nichts Gutes. Ja? Aber wenn du es genießt, wenn du sagst, wow, das ist so cool, ich habe mir das jetzt gegeben, dann passieren kleine Wunder in deinem Leben, auch größere Wunder in deinem Leben. Und darauf kommt es an. Wenn du mehr davon haben willst, wenn du willst, dass sich das in deinem Leben realisiert, wenn du so etwas lernen möchtest, wie es wirklich mit System geht, wenn du lernen möchtest, wie man ganz viel davon bekommt, wie man auch die Millionen bekommt, dann schreib uns doch eine Nachricht an info@pro-charisma.com und dann gehen wir mal ins Gespräch miteinander. Vielleicht ist ein Coaching bei uns das Richtige für dich und dann lernst du das alles. Dann lernst du, wie du dein Business wirklich so uplevelst, dass du dir diesen Luxus, den du dir wünschst, immer leisten kannst. Dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, wie das jetzt wäre, wenn du den einen Flug mal Business machst oder wenn du dir das schönere Hotelzimmer gönnst oder wenn du tatsächlich dir ein Haus mietest anstatt eine Wohnung oder gar eins kaufst oder baust, wenn du das gerne möchtest. Dieses Geheimnis, das werden wir dir helfen, in dein Leben zu integrieren. Und wir werden dir helfen, dass dein Business wirklich noch weiter wächst und noch viel, viel größer wird. Mit Hilfe solcher Tools, die machen wirklich Spaß. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du lernst, wie du diese Dinge in dein Leben einbauen kannst, weil es ist es wirklich, wirklich wert. Weil du wirst danach dein Traumleben führen. Ganz, ganz viel Erfolg für dich und ganz viel Freude. Tschüss, bis zum nächsten Mal.